Sprich mit Lilith, genau. Wir sollen mit ihr reden jetzt hier. Du, du, du. Wo geht's hier überhaupt hin? Oh. Kohle, ja. Gibt's noch Nebenmission, schön. Ah, die machen wir gleich. Erstmal mit Lilith reden, ne? Ja. Ach, die ist hier oben. Ah, der Pfeil zeigt da oben, ne? Dein Hoch da. Wo ist sie? Drinne? Verkaufen, warte mal. Moment. So viel Zeit muss sein, wir wollen erstmal gucken, was hier drin ist. Level 6. Wie war Schrott? Schrott so. Schrott so. Schrott so. Das war auch. Ne, Level 5. Ach, wir sind ja Level. Was sind wir überhaupt für ein Level? Wo steht der Team? Oh, keine Ahnung, wir sind Level. Weiß kann welch, ne? Alles, was weiß ist, kann welch. So. Wenn sie dir viele Kills. So, und Ausrüstung. Verkaufen. Hier. Falsche Taste. Falsche Taste. Moment, so war das nicht gemeint. So. Das ist der Klang des Schnäppchens. Gut, welche Level sind wir? 3. Sind das. Nee, hier. Hier runter, ne? Hier. Ja. Du bist also da draußen und rettest das Universum und so, ja? Also das ist hier ziemlich cool, schätze ich. Mir geht's aber gut. Ich chille nur. Wie schön, dass so viele Badasses auf unserer Seite sind. Nein, nein. Lilith, wir reden mal mit dir. Die Karte war nicht da, also habe ich mir diesen Banditen geschnappt. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Jo, machen wir. Gib dich zu Ellie. Aha, Gott. So. Wo ist denn Ellie? Ach, Ellie war hier auch hier unten, ne? Aber wir machen erstmal die Nebenmission, die hier war. Hier war doch eine, ne? Da, genau. Hier ist sie. Mein Automat ist kaputt. Soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Identifiziere das Problem. Okay. Okay, die jetzt. Hier drüben, jo. Verdammte Psychos. Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skags sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Okay. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Schauen wir mal. So. Haben wir alles voll? Wo sollen wir hin? Ach, die Skeks, genau. Die kleinen Skeksis hier. Lass das Blut fließen! Haben wir schon irgendwie eine Wirbelsäule? Nee.
Mann, was soll der Scheiß? Du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Wow, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht... Entschuldigungsliegestütze. Oh! Der Affe, der macht ja hier auch mit. Genau. So belebend. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du könntest noch viel beschäftigter sein. So, haben wir dann. Geschlossen? Ja, glaub, ne? Bitte hilf mir! Klepper, dank einer magnetischen Antenne verloren. Hilf ihm, geeignete Ersatzantennen zu finden. Ja, okay. Ich muss, du musst mir helfen! Ich hab meine Antenne verloren! Ja, ich verstehe deinen Schmerz, kleiner Freund. Ich helfe dir. Gut. Wo müssten wir hin? Da irgendwo, oder was? Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl am Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Okay, auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür einen Fahrzeug. Ja, dazu müssen wir immer zu Ellie, warte mal. Gib die zu Ellie, genau. Wie machen wir die Mission? Wir gehen erstmal zu Ellie, bevor wir Klapptrap sein Dingsbums machen da. So, Ellie Schnuckelchen, wo bist du? Sehen, ja. Wüstrose. Mhm. Ja. Okay. Sprich mit Ellie. Machen wir. Hallo, Ellie, Mausi. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Die meisten Menschen sind schwach und zerbrechlich, aber du hast echt was auf den Rippen, Mädchen. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Jo, sorry, gerade Telefon wieder mal. Manchen Tagen, da ist alles ruhig, manchen Tagen, da ist wieder ein Klingeltelefon ohne Ende. So, Auto holen, ja. Wenn du willst, kannst du auch ein Auto kapern. Ist ganz leicht. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sie zu verpissen. Können wir auch machen, machen wir auch. So, ein Ecolock. Seit die
dieser Hector-Scheißkerl Sanctuary platt gemacht hat, wimmelt's hier nur so von Banditen. Die Crimson Raiders haben in den letzten paar Jahren einiges einstecken müssen. Aber mit Lilith am Ruder werden wir es schaffen. Für wer weiß, wie lange sind wir jetzt einen Kammerkartenhinweis nach dem anderen hinterhergejagt und es hat nichts gebracht. Aber Lil meint, sie hätte einen neuen Hinweis. Und ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache näher. Mir fiel es nie schwer, die Aufmerksamkeit von Banditen zu gewinnen. Ich fange mit der blanken Hüfte an und lasse dann die nackte Faust folgen. Bam! Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Okay. Oh, oh, wo ist mein Tierchen? Hallo, mein Tierchen. Oh ja. Yeah. Also, okay, da. Echt jetzt? Ganz schön auf dich warten lassen, mein Freundchen. Was hast du hier? Ach so, freust dich? Ja, schön, schön, schön. So, gucken. Können wir Kanten? Nee, Kanten können wir nicht. Gut. Maschinenpistole erstmal nehmen. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Später, das er weiß, nehmen wir nicht. Shit. Ja, nee, ist gut. Moment, Moment. Ist das hier schon, nee. Müssen da irgendwie. Ein Titan! Dein Tod wird glorreich sein! Das ist mein Jubel! Echt jetzt? Bossfanatiker, komm schnell! Das hab ich vermutlich verdient! Wie? Komplett tot? Schade! So, das lassen wir, das Shotgun. Willkommen zurück, kleiner Freund! Ja. Dieses Leben verdankst du Hyperion. Hyperion, du stirbst, wenn wir es erlauben. Ich jage, ich sterbe. Ich jage erneut. So, wir machen mal kurz Taschen leer, ne? Ja. Sind die leer, weil wir nichts drin haben oder was? Ah ne, warte mal. Hier. Markus Pummel? Schalte diesen Kopf hier schnell weg. Haben wir schon. Warum auch immer? Komisch. Für Level 2. Weg damit, gut. Warum ist der Markus Pohl? Weil wir mit einem anderen Charakter schon mal freigeschaltet haben oder was? Ich weiß es nicht. Okay. Schrott. Keine Granaten? Ach nee, doch, hier.
So. Haben wir ja ganz normal, warte mal. So. Hä, okay, dann können wir den ja auch verkaufen. Würde ich sagen, ne? Ja, wir voll abgelenkt vom scheiß Telefon. Die Munition schießt sie nicht von selbst. Immer gerne. Haben wir 3 Granaten? Ja. Also wieder dahin. Oh Mann. War doch hier, ne? Oder? Hä? Ah ne, durch Els Behausung müssen wir, ne? Ah, ja, ja, stimmt. Durch Els Behausung. Da bin ich oben nicht. Hopp. Hier. Elli. Wir besorgen uns jetzt ein Auto. So. Terra. Augen auf beim Ellie-Mausi. Hier müssen wir lang. Wo tauchen die Feinde wieder auf? Bei da hinten, ne? Glaube ich. Oder? Ich sag mal ja. Ja. Wie oft sind die schon gestorben? Weiß ich nicht. Jedenfalls oft genug, ne? Also Schrotpatrone, Schrot erstmal weglassen. So. Hier waren die, genau. Ich höre dich, Bestie. Ja, ups. Erstmal. Auch nicht. Das weiß, ne? Nehmen wir nicht. Das auch weiß. Ja. Teil frei. Okay. Okay. Du wirst geläutert, Ketzer. Komm, Hammer.